Welche verschiedenen Bildschirmauflösungen für Fernseher gibt es eigentlich? Momentan gibt es in Deutschland drei Standardformate: HD Ready, Full HD und UHD. UHD ist hierbei um ein Vierfaches größer als die gängige Full HD-Auflösung. HD Ready lässt sich als Vorgänger des Full HDs bezeichnen und bietet sich bei dem aktuellen Stand der Technik für die Nutzung in kleinen TV-Geräten, für beispielsweise die Küche oder das Bad an. Full-HD-Geräte eignen sich besonders bei mittelgroßen bis großen Formaten und beispielsweise für die Benutzung von Spielekonsolen, da diese häufig noch keine höhere Auflösung als Full-HD unterstützen. Die hohe Auflösung des UHD-TVs bietet ein weitaus schärferes und detailreicheres Bild als das der Vorgänger. Eine solch hohe Auflösung eignet sich besonders für größere TV-Geräte, welche oft ihre Anwendung im heimischen Wohnzimmer für den optimalen Filmgenuss finden. Grundsätzlich sollte deshalb bei der Wahl eines neuen Fernsehers überlegt werden, wie groß dieser sein muss und wo er zum Einsatz kommt. Den Bedürfnissen entsprechend kann dann die passende Auflösung gewählt werden.